Erstens sei W Element der Menge C. Was ergibt der Realteil von W, wenn das Argument von W plus minus Pi halbe ist? Vorsicht, die Punkte bemerken, für die das Argument nicht definiert ist. Zweitens, finde alle Punkte der komplexen Ebene, für die Argument von z minus 1 geteilt durch z plus 2 gleich ist zu plus minus Pi halbe. Drittens, gib die geometrische Deutung der Menge der erhaltenen Punkte und stelle sie grafisch in der komplexen Ebene dar. Im Punkt 1 gibt man uns also eine komplexe Zahl W. Wir suchen den Realteil dieser komplexen Zahl W, wenn wir wissen, dass das Argument von W plus oder minus Pi halbe ist. Wir stellen das in der komplexen Ebene dar. Alle Zahlen, deren Argument plus oder minus Pi halbe ist, befinden sich auf der Y-Achse, also muss der Realteil von W 0 sein. Aber Vorsicht, aus all diesen komplexen Zahlen, Vielfache von I, ist die Zahl 0 auszuschließen, denn 0 hat kein Argument, weil 0 keinen Winkel mit der x-Achse bildet. Wir halten also fest, der Realteil von W ist 0, aber W selbst ist nicht 0. Im Punkt 2 nennen wir diese komplexe Zahl z minus 1 geteilt durch z plus 2 W. Da man nicht durch 0 teilen darf, darf z nicht minus 2 sein. Da das Argument dieser Zahl W gleich plus oder minus Pi halbe ist, wissen wir durch Punkt 1, dass diese Zahl W nicht 0 sein darf, woraus wir schließen, dass z minus 1 nicht 0 sein darf, also darf z nicht 1 sein. Durch den Punkt 1 wissen wir, dass der Realteil dieser Zahl W 0 sein muss, weil das Argument von dieser Zahl W ja plus oder minus Pi halbe ist. Wir bezeichnen die Zahl z mit x plus i mal y, wo x und y reelle Zahlen sind. Diese Zahl z minus 1 geteilt durch z plus 2 kann also in dieser Form umgeschrieben werden oder auch in dieser Form. X minus 1 plus iy geteilt durch x plus 2 plus iy. Um diese erste komplexe Zahl durch diese zweite komplexe Zahl zu teilen, multiplizieren wir den Nenner und den Zähler mit der konjugierten Zahl des Nenners, also mit x plus 2 minus i mal y. Im Zähler verteilen wir alles. Das könnte man auch im Nenner machen, aber mit der binomischen Formel a plus b mal a minus b gleich a Quadrat minus b Quadrat sind wir etwas schneller. Der Nenner wird also zu x plus 2 im Quadrat minus i Quadrat y Quadrat, also plus y Quadrat. Durch die Distributivität erhalten wir als Zähler diesen da, der sich noch ein bisschen einfacher schreiben lässt. Und somit finden wir für diese komplexe Zahl W, diese Zahl, der erste Bruch ist der Realteil von W und dieser zweite Bruch ist der Imaginärteil von W. Wir wissen aber, dass der Realteil von W 0 sein muss, was also heißt, dass dieser Bruch gleich 0 ist oder auch dieser Zähler gleich 0 ist. Also, welche sind alle Punkte der komplexen Ebene, für die das Argument von z minus 1 auf z plus 2 plus minus Pi halbe beträgt? Das sind
Alle Punkte der komplexen Ebene, deren Koordinaten xy die Gleichung x² plus x minus 2 plus y² gleich 0 erfüllen, diese Gleichung. Aber Vorsicht, von all diesen Punkten sind der Punkt mit Koordinate minus 2, 0 und der Punkt mit Koordinate 1, 0 auszuschließen, denn z darf nicht minus 2 sein und auch nicht 1. Im Punkt 3 sollen wir alle Punkte der komplexen Ebene darstellen, deren Koordinaten diese Gleichung erfüllen. Diese Gleichung schreiben wir in diese Form. Hier haben wir ein bisschen Platz gelassen, denn zu diesen zwei ersten Termen werden wir einen dritten addieren, so dass diese drei ersten Termen ein Quadrat bilden. Dazu addiert man hier das Quadrat der Hälfte von der Vorzahl von x. Die Vorzahl von x ist 1, ihre Hälfte ist ein halbes und das Quadrat von ein halbes ist ein Viertel. Wir addieren also hier links vom Ist-Zeichen ein Viertel. Dann müssen wir auch rechts vom Ist-Zeichen ein Viertel addieren, damit die Gleichheit gültig bleibt. Die drei ersten Termen bilden genau das Quadrat von x plus ein halbes. Y kann umgeschrieben werden in y minus 0 und rechts haben wir 8 Viertel plus 1 Viertel, das macht 9 Viertel und 9 Viertel ist das Quadrat von 3 halbe. Hier erkennen wir jetzt die kartesische Gleichung des Kreises mit Zentrum minus 1 halbes 0 und mit Radius 3 halbe. Wir stellen diesen Kreis in der komplexen Ebene dar. Da ist er. Das Zentrum ist minus ein halbes 0 und der Radius, das ist 1 plus ein halbes, also 3 halbe. Aber Vorsicht, von diesem Kreis sind die zwei Punkte mit Koordinate minus 2, 0 und 1, 0 auszuschließen. Also die Menge der Punkte, die wir in 3 darstellen sollen, das ist der Kreis C mit Zentrum minus ein halbes 0 und Radius 3 halbe, wovon aber die zwei Punkte mit Koordinate minus 2, 0 und 1, 0 ausgeschlossen werden.